Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, Smonia von Simple Life Stories und heute möchte ich euch das Setup von meinem kleinen Philo zeigen. Das ist der Dark Chocolate Finchley und den gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Deswegen habe ich den über eBay bekommen und ich habe ihn in der italienischen Version bekommen. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, den so ein bisschen deutsch zu machen oder englisch zu machen. Irgendwas, was ich auf jeden Fall verstehe, weil es ist gar nicht so einfach, diese Wochentage zu haben, ohne dass man so, ich meine, ich weiß natürlich, ich kann ja ahnen, was das ist, aber wenn ich da jetzt plötzlich drauf gucke, weiß ich nicht unbedingt, was das ist. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich den kleinen Philo schon mal so weit aufgesetzt habe. Der ist noch nicht fertig, aber ich denke, das ist ganz schön geworden und ich werde da auf jeden Fall weitermachen, weil es macht mir unglaublich viel Spaß. Also, als allererstes einmal, ich habe gedacht, als der ankam, habe ich gedacht, oh mein Gott, der ist ja so klein. Was nun? Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr schlimm. Im Gegenteil, ich schaffe es sogar, auf diesen kleinen Bereichen meine Termine unterzubringen und alles einzutragen. Macht richtig Spaß, ist nicht so fürchterlich viel zu dekorieren, geht relativ schnell, man hat ein bisschen Spaß, aber man ist nicht verpflichtet, stundenlang an seinem Philo rumzubasteln. Ja. Also, fange ich mal vorne an. Also den Charm kennt ihr schon von letzter Woche von dem Video. Das ist mein Traumfinger. Den habe ich gebastelt hier als kleines Lesezeichen. Das ist auch nicht wirklich. So baumelt hier so ein bisschen dran rum. Und dann habe ich angefangen, hier eine Project Life Karte reinzustecken. Ich wollte dieses Foto, das ist das Foto von meiner kleinen Katze, von Strolch, irgendwie integrieren. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mache, deswegen habe ich es erstmal hier reingesteckt. Dann ist hier mein Schüttel-Dashboard. Ein ähnliches hatte ich euch in einem anderen Video gezeigt. Das ist jetzt ganz neu. Ist wieder so genäht wie die anderen auch. Hier an der Seite nicht, weil das ist die Originalhülle von Philofax. Ich mache euch das mal einmal auf und raus. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das Schöne ist, hier sind schon Löcher drin. Und ich konnte das einfach befüllen. Und dann haben wir das hier vernäht. Und schwupps war das Ganze fertig. Ist sehr viel stabiler. Das hat irgendwie um die 2 Euro gekostet, also war nicht wirklich viel. Für die größeren ist es natürlich etwas teurer, aber ich finde, das lohnt sich. Da kann man auch noch jede Menge andere Sachen reinmachen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir noch ein paar Dashboards mehr hier reinmache. Mal schauen. Ja, das ist also meine erste Seite. Dann habe ich hier, das ist schon dabei gewesen, das habe ich einfach hier drauf gemacht, so ein bisschen zum Schutz. Und hier den Divider, findet ihr auch ein Video zu, habe ich hier diese ganzen Page Flags drauf gemacht. Sehr praktisch, weil so kann ich die nämlich einfach abmachen und hier reinkleben. Das zeige ich euch gleich. Ja, dann habe ich den Divider, also ich habe einfach die genommen, die hier schon drin waren, habe die von vorne und hinten beklebt. Das ist ganz schön. Dann sind das so ganz ein bisschen stabiler. Und hier kann ich sogar Geschenkpapier nehmen. Dann habe ich hier eine Project Life Card. Die habe ich hier so dran geheftet. Und ein bisschen Washi-Tape dekoriert. Ja, und dann fängt auch schon meine erste Woche an. Also ihr könnt sehen, ich habe die Wochen davor rausgenommen. Weil da fing im Prinzip mein Philo an, Mitte oder Ende Februar. Und da habe ich dann angefangen, auch meine Termine einzutragen. Ja, ich habe dann hier die Tage überklebt und habe mir so ein paar kleine Icons hier reingemacht. Und wie ihr sehen könnt, recht wenig Deko hier reingemacht. Einfach nur so ein paar Blumen, ein bisschen Washi-Tape und das war es eigentlich auch schon. Aber ich finde es trotzdem ganz hübsch, nicht so viel Klimbim. Dafür nutze ich meinen anderen Planer, aber für das Nötigste reicht mir das völlig. Ja, das ist die kommende Woche. Da habe ich hier schon mal Remember This reingemacht, diesen Page Flag von vorne. Und hier muss ich morgen mich daran erinnern, eine Bank anzurufen. Deswegen hier mein Icon. Und dann hier auch wieder alles überklebt. Dieses Traumfinger Washi Tape reingemacht. Ich gucke mal, ob ich das alles finde. Dann findet ihr die Verlinkung hier unterm Video. Diese Sachen hier, die sind aus dem Planer Body Club für März.
Das ist die Mixed March Collection. Finde ich sehr schön. Und da sind noch ein anderes Sticker bei hier, wie zum Beispiel hier der kleine Hund. Kann man das auch noch ein bisschen dekorieren. Dann hier diese ganzen kleinen Sticker, die einen an irgendwas erinnern sollen. Fand ich auch sehr praktisch und habe die hier mal so ein bisschen reingemacht. Ich überlege noch, was ich noch dazu machen kann. Ich bin gar nicht so abgeneigt, auch noch so ein bisschen Glitter. Aber dieses Glitter fliegt natürlich überall rum, selbst wenn man da hier so ein bisschen Klebe hinmacht und das dann drüber streut. Aber es wird abgehen, es wird überall rumfliegen, deswegen zögere ich da noch so ein bisschen. Ja, was ich noch gemacht habe, ich habe die ganzen anderen Divider noch beklebt. Hier könnt ihr das sehen. Immer das und die andere Seite andersfarbig. Ich zeige euch noch mehr davon. Aber hier, das ist meine neueste Idee. Da ist noch nicht viel zu sehen, ich weiß, aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Also ich habe von Filofax diese kleinen Einlagen gekauft und hier sollen Rezepte drauf. Und zwar wollte ich mir Sticker machen, wo hier irgendwie der Titel, wo ich den eintragen kann. Und hier die Zutaten und auf der Rückseite gegebenenfalls die Zubereitung, wenn man sich nicht mehr an alles erinnert. Und hier genauso. Also ich habe schon mal mit meiner kleinen Polaroid, so ein kleiner mobiler Polaroid-Drucker, habe ich das schon mal hier alles ausgedruckt und wollte hier dann die Zutaten reinschreiben und auf Hintergrund vielleicht halt die Zubereitung. Ich habe das nochmal erstmal hier so drin gelassen. Die Idee, die aber dann irgendwann mal kommen soll, ist, dass ich das hier alphabetisch abhefte. Da müssen natürlich noch sehr viel mehr Rezepte kommen, aber deswegen habe ich das jetzt hier erstmal drin gelassen, weil Adressen und sowas, dafür nehme ich halt einfach doch mein Handy. Das brauche ich da nicht. Und deswegen fand ich das eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, ist noch nicht fertig, aber sobald es fertig ist, werde ich einfach die ganzen alphabetischen hier reinheften und das dann da reinstecken. Hier seht ihr noch weitere Divider. Da habe ich mal das gemacht. Man kann das natürlich ganz schön einfach irgendwo hinlegen und gucken, was man auf seinem Divider drauf haben will. Ja, und dann ausschneiden. Geht ganz einfach. Mein nächster Schritt wird sein, diese To-Do-Listen. In dem Filo sind nicht sehr viele drin, aber ich finde die recht praktisch, weil man hat ja Sachen, die man nicht unbedingt an dem Tag erledigen muss, aber die man generell mal so erledigen will. Deswegen fände ich das gar nicht so schlimm, das hier alles so aufzuschreiben. Ich muss mal gucken, wie ich das machen werde, dass das nicht hier, weil hier einfach nicht genug drin sind. Vielleicht kriegt man die ja auch noch nach, muss ich mal sehen. Ja, hier noch ein Divider. So sieht er aus, von vorne und hinten. Wie gesagt, das einfaches, dünnes Papier. Könnt ihr auch Geschenkpapier nehmen, einfach draufkleben, fertig. Hier ist dann so ein Ausgabenzettel, der ist auch schon dabei gewesen. Das werde ich alles rausschmeißen, das brauche ich nicht. Und hier noch ein Divider. Ja, und dann kommen hier die Adressen. Auch das wird rausfliegen, wie gesagt, das packe ich einfach in mein Handy. Ja, und die kommen dann später für die Rezepte weiter nach vorne. Und dann mal schauen, was noch alles in dem File Platz hat. Hier kann man immer noch mal was reinstecken. Und hier ist das ganz schön, noch so ein Täschchen da zumachen kann. Und trotzdem sehen kann, was da so drin ist. Deswegen fand ich das sehr schön. Und war auch ein Grund, warum ich den unbedingt haben wollte. Den kleinen, jetzt italienischen File. Ja, das ist erstmal soweit mein Setup. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, schreibt doch mal runter, wie ihr das so habt oder was fehlt mir noch, was könnte man da noch reinpacken. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!